Infrastruktur, okay, bezahlbare Energie. Das ist doch an sich erstmal ein wünschenswerter Rahmen, damit private Investitionen auch aus dem Ausland passieren können. Ja, sicher, das ist vollkommen richtig. Ob die Investitionen jetzt zum großen Teil aus dem Ausland kommen, da habe ich meine Zweifel. Machen wir uns nichts vor, Auslandsinvestitionen finden dort in großem Maße statt, wie in China, ne? Wo die Unternehmen die Möglichkeit haben, mit ihrer hohen Produktivität extreme Sondergewinne, Zusatzgewinne zu machen. Wenn ich mit meiner heutigen deutschen Produktivität nach China gehe, dort sind die Löhne immer noch ein Fünftel der Deutschen, dann mache ich eine irrsinnige Marge, habe ich dann plötzlich, ne? Irrsinnig niedrige Lohnstückkosten und irrsinnig hohe Gewinnstückkosten, irrsinnig hohe Stückgewinne. Und das kann Deutschland ja nicht darstellen als ein reiches Land, ein Land an der Spitze der technologischen Pyramide. Und das macht man eben weiter unten. Wenn man nicht ganz die Technologie hat, aber niedrige Löhne, dann kann man dieses Mittel einsetzen. Trotzdem sollte man attraktiv sein, da bin ich überhaupt nicht dagegen. Wir können in unser Bildungssystem können wir unheimlich viel reinstecken, da bin ich absolut dafür, dass das alles besser wird und man kann vieles effizienter machen. Unsere Verkehrsinfrastruktur ist eine Katastrophe und so weiter. Das kann man alles verbessern, nur das alles ist nicht der Reißer. Das ist alles nicht etwas, was uns in den nächsten 5, 10 Jahren hilft, in 20 vielleicht oder in 30. Und dafür sollte man es auch tun, bin absolut dafür. Aber man darf nicht glauben, dass das nun irgendwie die Lösung sei. Aber die Amerikaner machen es ja eigentlich mit ihrem Inflation Reduction Act ja auch so. Ja, mit viel Geld dahinter, mit unheimlich viel Geld dahinter. Ne? Ohne Geld wäre das auch nichts. Ne? Natürlich nicht, ja. Unheimlich viel Geld dahinter. Also, woher kommt das Geld, wenn man die Steuern nicht erhöhen will? Nun. Oder wenn man dann sogar noch mehr Geld ins Militär stecken will, also die Ausgaben sogar noch an der Stelle erhöhen will, produktiv ist, ne, da muss man Schulden machen. Also selbst also dieses ganz pragmatische Argument, was ich glaube auch nicht, dass in den USA diese super theoretische Diskussion stattfindet mit den sektoralen Seilen, sondern dass man sich da ganz praktisch überlegt, wir haben diese strategischen Bereiche, in die wir investieren wollen und bisher haben wir die ganze Zeit Defizite gemacht, also erhöhen wir jetzt das Defizit ein bisschen. Also das ist eine ganz pragmatische Überlegung, aber zu dieser Überlegung sind amerikanische Politiker fähig, da sind chinesische Politiker zu fähig, da sind russische Politiker zu fähig, aber deutsche Politiker sind dazu nicht fähig. Seltsam, oder? Also, das ist der Punkt. Wie gesagt, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Irgendwas in der Richtung müssten wir doch auch tun, oder nicht? Na sicher, wir müssen all das tun. Wir können das auch so tun wie die Amerikaner. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn man bestimmte Industrien schützt, weil der Freihandel ist ja auch nur so eine Idee, die in vieler Hinsicht nicht so funktioniert, wie sich die meisten Ökonomen das vorstellen. Aber da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Kommt übrigens bald ein Buch raus, wo das alles drinsteht, ein ganz dickes Buch, wo alles drinsteht. Da sind wir aber gespannt drauf. Das kann man alles machen. Nur man muss Geld dazu in die Hand nehmen. Es geht nicht ohne Geld. Zu glauben, man kann eine Wirtschaft anschieben, ohne Geld in die Hand zu nehmen, funktioniert nicht. Ist eine Illusion. Und diese Illusion steht bei uns dummerweise in der Verfassung. Ne? Und da muss sie raus. Das ist auch diese ganzen Vorschläge vom Sachverständigenrat. Das ist ein Angriff auf unsere Verfassung, dass da eine Regel drinsteht, die das Haushaltsrecht des Parlaments einschränkt und der Regierung verbietet, eine rationale Finanzpolitik zu machen, die Krisen, wenn nicht verhindert, so zumindest abmildert. Also das ist komplett irre. Eine Verfassung, die Regeln enthält, die gar nicht realistisch eingehalten werden können, da sie auf eine Zerstörung der Wirtschaft hinauslaufen. Eine solche Verfassung delegitimiert sich selbst. Eine Verfassung, die schon in sich drinnen trägt, dass das Faktische dem Juristischen vorausgeht, die delegitimiert sich selbst. So eine Regel muss schnellstmöglich aus der Verfassung gestrichen werden. Also das ist ja jetzt auch toll, so Liberale argumentieren, das steht in unserer Verfassung. Ja, das steht da drin, weil es 2009 von einer großen Koalition da reingeschrieben wurde. Und das ändert ja nichts daran, dass das eine dumme Regel ist. Also auch eine Verfassung kann sehr, sehr dumme Regeln enthalten. Und wenn diese Regeln in solch scharfem Kontrast zur Realität stehen, wie das gerade der Fall ist, dann rührt das echt an der Legitimität der Verfassung. Dann so ein bisschen hier rumfummeln, da ein bisschen Schuldenbremse, ist alles Quatsch. So ein Akt hat nichts in der Verfassung zu suchen. Das hat nichts mit der Verfassung zu tun. Das ist eine Frage, die von Jahr zu Jahr entschieden muss, wie viel Schulden macht der Staat
Und ist das langfristig das, was die Gesellschaft will oder nicht? Das sind alles Fragen, die man politisch entscheiden muss, aber die können nicht in der Verfassung stehen. Was hat die Verfassung damit zu tun? Die Verfassung hat uns Regeln zu geben für das Zusammenleben über 1000 Jahre. Ja, und weil gerade die, hat Flassbeck völlig recht, hatte ich ja gerade auch schon gesagt, weil es gerade im Chat gefragt wird, ja, für Verfassungsänderung bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit, aber die Schuldenbremse kann nicht lange mit einer einfachen Mehrheit aussetzen. Also da ist auch keine konkrete Bedingung genannt, wie man sie aussetzen könnte. Da ist nur von einem wirtschaftlichen Notstand die Rede. Den könnte jede Regierung immer ausrufen. Das ist völlig schwammige Formulierung. Also das ist auch ein Grund, warum so eine Regel nicht in die Verfassung gehört. Also einfach weil so eine völlig schwammige Formulierung, wie man diese Regel aussetzen kann, ja eigentlich darauf hinausläuft, dass die Regel bedeutungslos ist. Also ein weiterer Grund, warum man sowas nicht in die Verfassung schreiben sollte. Wie gesagt, eine einfache Mehrheit, wenn morgen früh eine BSW-Regierung an die Macht kommen würde, könnte diese Regierung mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag einen Federstrich diese Regelung für den Rest der Legislaturperiode aussetzen, ohne dass irgendwer was dagegen tun könnte. Also, ja, die Schuldenbremse, wie gesagt, Sondervermögen, dafür braucht man auch 2/3 Mehrheiten. Also das ist, wenn du die in die Verfassung schreiben willst, da kannst du gleich die Schuldenbremse abschaffen. Also das, ja, Schattenhaushalt, wie gesagt, wenn ihr ein Sondervermögen in die Verfassung schreiben wollt, dann braucht ihr auch eine 2/3 Mehrheit. Was ihr wirklich mit einfacher Mehrheit im Bundestag machen könnt und was wahrscheinlich auch das Transparenteste und Ehrlichste ist, weil man so auf Schattenhaushalte verzichten könnte, wäre die Schuldenbremse auszusetzen. Das hat sich die Ampel nicht getraut, da man halt der FDP wieder ein Zugeständnis machen wollte und die FDP ihren Wählern zeigen wollte, seht her, wir halten die Schuldenbremse ein, deswegen packen wir alles jetzt in den Schattenhaushalt. Also ich weiß nicht, ob die FDP ihre Wähler wirklich für so blöd hält oder ob die sogar so blöd sind, dass sie sich davon verarschen lassen. Aber ja, das ist die aktuelle Taktik der Ampelkoalition. Man tut so, als hielte man sich an die Schuldenbremse, aber macht dann zig Schattenhaushalte. Der größte davon, für das Bundeswehr-Sondervermögen, ist sogar in die Verfassung hineingeschrieben. Das heißt, da hat nicht mal das Bundesverfassungsgericht, kann da nicht mal reinreden und sagen, das dürft ihr nicht. Also das hat es ja bei diesem anderen Schattenhaushalt über den Klima- und Transformationsfonds gemacht, wo man illegalerweise Mittel übertragen hat, die man nicht hätte übertragen dürfen. Wie gesagt, es wäre wahrscheinlich einfach ehrlicher gewesen, die Schuldenbremse auszusetzen. Und das sollte auch eine BSW-Regierung, sollte sie denn mal in die Macht kommen, auf jeden Fall tun. Hoffentlich, aber nicht zu entscheiden darüber, was tue ich übermorgen mit dem öffentlichen Haushalt. Mhm. So, da haben wir natürlich schon oft drüber gesprochen, dass die weg muss. Aber können Sie schon auch verstehen, dass, sagen wir mal, viele im Lande deswegen natürlich auch der vielleicht neoliberalen volkswirtschaftlichen Idee folgen? Weil immer dann, wenn der Staat zu viel Geld hat, wie jetzt zum Beispiel, wenn er keine Schuldenbremse hätte, dass in der Politik das halt sehr oft für sehr viel Nonsens ausgegeben wird und versickert in, keine Ahnung, Wahlgefälligkeiten und so weiter und so fort, anstatt in die Investitionen, die durchaus Sinn machen würden. Ich bin ja grundsätzlich, wie gesagt, auch dafür. Ja, das ist, das ist menschlich, das ist völlig normal. Auch aber es macht es ja nicht besser. Nein, aber wenn man jetzt in die USA guckt, wird man das auch finden, ne? Wird man ganz viele, viele Maßnahmen finden, die in diesen Riesensummen, die der amerikanische Staat jetzt ausgibt, wo man sich fragen muss, muss das sein, kann man das nicht anders hinkriegen? Ich bin auch dafür, dass wir es anders hinkriegen, aber dann muss ich ein völlig anderes Umfeld haben, in erster Linie ein anderes geldpolitisches Umfeld. Wenn die Zinsen extrem niedrig sind, wir haben das erlebt, 50er, 60er Jahre, da hat... Dazu könnte man auch noch Steuerreformen machen, also niedrige Einkommen entlasten, hohe Einkommen mehr belasten, dann könnte man ohne zusätzliche Schulden den Konsum anregen. Niedrige Einkommen haben eine höhere Konsumkosten, könnte man auch das Wirtschaftswachstum erhöhen und eine andere Lohnpolitik, aber... All das ginge ohne zusätzliche Schulden, aber all das ist ja sozialistisches Teufelszeug. Steuern für niedrige Einkommen senken, für höhere Löhne sorgen, das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja seit der neoliberalen Wende in den 70er, 80er Jahren komplett tabu in den westlichen Industrieländern. Da hatten wir extrem niedrige Zinsen, durch die USA übrigens. Durch die USA hatte die ganze Welt extrem niedrige Zinsen, steht auch in meinem neuen Buch. Dann hat die ganze Welt funktioniert, weil wir hatten einen Wachstumsschub, die Leute haben hohe Einkommen gekriegt, die Löhne sind ordentlich gestiegen. Man kann eine solche Dynamik erzeugen, ne? Man kann eine solche Dynamik erzeugen, auch ohne den Staat. Ich bin nicht generell dafür, dass jetzt immer der Staat und nur, und das ist alles Quatsch. Aber wenn ich in einer Situation bin, wo ich jetzt nichts anderes habe, ne? Wo ich auch die privaten Unternehmen nicht zum Jagen tragen kann,
da muss einer dann trotzdem zum Jagen gehen, sonst verhungern wir, ne? Und auf Dauer jedenfalls. Natürlich geht es uns noch gut vom Niveau her, aber das Problem ist, die Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Ne? Im Gegensatz zu dem, was manche glauben, man macht Nullwachstum für 100 Jahre oder 1000 Jahre, es ist Unsinn, es ist Entwicklung. Entwicklung heißt, es gibt immer wieder was Neues und auf dieses Neue müssen wir reagieren, indem wir uns anpassen. Wir können uns vernünftig anpassen oder unvernünftig, aber wir müssen diese Entwicklung mitmachen, wir können nicht einfach stehen bleiben. Und das funktioniert unter gegenwärtigen Umständen nicht. Und das müsste man erkennen. Man müsste es wenigstens diskutieren. Wissen Sie, wenn man das wenigstens diskutieren würde, wäre ich ja zufrieden, ne? Aber es wird ja nicht diskutiert. Nee, überhaupt nicht. Es gibt 1000 Talkshows, ich schaue ja nie eine an, aber ich weiß, was da geredet wird, deswegen schaue ich ja nie eine an. Aber in diesen 1000 Talkshows wird nur Unsinn geredet, weil es niemand gibt, der einmal die Diskussion ein bisschen öffnet, so wie wir das jetzt tun. Ne? Das gibt es einfach nicht, das wollen sie einfach nicht. Irgendwie wollen sie das nicht, keine Ahnung warum. Es ist halt so ein bisschen die Mär, dass das alles in den Sozialismus führt. Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Was ist denn mit dem Interview Joachim Mischmanni los? Der ist ja, also keine Ahnung, habe ich das früher so nicht mitgekriegt oder ist der jetzt viel differenzierter? Ich habe keine Ahnung. Also, dass Mischmanni unterschiedliche Meinungen zu Gast hatte, das habe ich ja auch schon früher mitbekommen. Aber die haben für mich so wie typische Liberale gewirkt immer. Aber das... Ja, der macht sich ja über einige liberale Vorurteile jetzt hier im Interview selber lustig. Und auch die Fragen, die waren gar nicht so, die waren gar nicht so platt und naiv, wie ich es sonst erwartet hätte. Also, es sei denn, ich habe nicht richtig zugehört, aber das sind ja alles Dinge, da musste Heiner Flassbeck ja gar nicht nochmal die Grundlagen erklären, sondern hat einfach nur immer die aktuellsten Entwicklungen rezipiert, weil man die schon als gegeben angenommen hat. Das ist interessant. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Mischmanni mehr verfolgt als ich, ob ihr es auch so wahrnehmt oder ob das nur in dem Interview so ist. Das keine Ahnung, dass der Interviewer jetzt, also dass der Kanal sich politisch ein bisschen gewandelt hat. Oder war das schon immer so? War das schon immer so, dass er viele Punkte des Neoliberalismus eher kritisch gesehen hat? Das hat mit Sozialismus ja nichts zu tun. Das ist ja Blödsinn. Ja, das erzählen manche, denke ich, weiß. Ich habe ja mit so Libertären schon diskutiert und die glauben... Hat einer im Chat, das ist mir auch bei Mario Lochner aufgefallen. Stimmt, die hatten sogar mal... Mario Lochner hatte sogar Maurice Höfgen zu Gast und die haben sich gegenseitig ihre Vorurteile von Latz geknallt, sondern war ein ruhiges, differenziertes Interview. Also so, dass sich jeder, also hatten deutlich unterschiedliche Meinungen, aber es war durchaus interessant. Wie gesagt, also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr da eine Entwicklung wahrgenommen habt oder ob das schon immer so war und mir das früher einfach nicht aufgefallen ist. Es führt alles in Sozialismus. Das ist Blödsinn. Wenn Sie uns sagen, was wir machen können, vernünftigerweise in Sachen Makroökonomie, um die Unternehmen bombig zum Investieren zu bringen, bin ich sofort dabei. Machen wir das doch. Nur sie wissen es nicht, ne? Nur wenn es nicht funktioniert und der Staat springt ein, weil es nicht funktioniert, springt er ja ein, nicht aus Jux und Dollerei, ne? Der Staat ist ja froh, wenn er nichts tun muss. Aber wenn es nun nicht anders geht, dann gehen sie auf die Barrikaden und sagen, hättet ihr nur die Privaten gelassen. Das ist ein Blödsinn, weil die Privaten haben es ja nicht hingekriegt, ne? Wir hatten schon Zeiten, wie gesagt, wo das funktioniert hat, aber die waren in vieler Hinsicht völlig anders als das, was wir heute haben. Wie bringt man die Privaten denn wieder dazu, zu investieren? Darüber haben wir auch schon oft diskutiert. Naja, ich habe vorhin schon angedeutet, man braucht erstmal extrem positive monetäre Bedingungen. Das heißt, die Zinswachstumsrelation, also der Zins muss viel niedriger sein als das Wachstum. Die Erwartungen müssen so sein, dass ich wirklich einen Kredit aufnehmen kann und im Durchschnitt der Volkswirtschaft gut damit wegkomme, eine ordentliche Rendite einfahren kann. Das ist eine notwendige Voraussetzung. Und das andere ist, ich muss das, was erwirtschaftet wird, an Produktivität rauskommen, muss ich verteilen, muss ich den Menschen geben, ne? Weil die müssen es ja wiederholen und nachfragen, meine Produkte, ne? Das müssen auch die Unternehmer mal begreifen, die begreifen das leider nie. Also niedrige Zinsen und goldene Lohnregel. Das sind zwei Rezepte für langfristig nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Greifen Volkswirtschaft schon überhaupt nicht. Die müssen ja ihre Produkte kaufen, ne? Also müssen wir ihnen das Geld geben, damit sie diese Produkte kaufen können. Wenn man ihnen das Geld nicht gibt
Und da kann man in diesen Aufsatz gucken, den ich gerade mit Friederike Spieker geschrieben habe. Vorgestern ist er rausgekommen, am Sonntag. Da muss man sich mal die Kurven anschauen, wie die Lohnentwicklung war in Europa in den 10 Jahren zwischen 2010 und 2020. Das ist eine absolute Katastrophe gewesen. Das war immer ganz nah null, 1%. Ne? Wir hatten, ich glaube 1,0 in dem Schnitt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irre. Ich habe es noch irgendwo. Erstaunlicherweise ist nur, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, von der EZB niemand damals auf die Barrikaden gegangen, hat gesagt, die Löhne steigen nicht, die Löhne müssen mehr steigen, dann müssen wir nicht so blöde Nullzinsen machen. Hat keiner gesagt, jetzt hat die EZB die Löhne entdeckt, ne? Jetzt, die Löhne könnten steigen. Damals haben sie alle geschlafen, ein Jahrzehnt lang haben sie geschlafen und jetzt werden sie plötzlich wach. Aber es ist falsch, ne? Wir hätten damals schon viel expansiver sein müssen. Und man muss sich, wie gesagt, mal die 50er und 60er Jahre angucken. Das war nicht Ludwig Erhard, das waren die Lohnsteigerungen. Es gab massive Lohnsteigerungen, es gab eine super Zinswachstumsrelation und es gab Lohnsteigerungen, die dazu geführt haben, dass die Leute das Zeug gekauft haben. Und jetzt kommen die Grünen und die Linken und sagen, nein, aber das kaufen wollen wir ja nichts. Da kann ich nur sagen, da müssen wir umsteuern, aber das müssen wir in einem Entwicklungspfad, auf einem dynamischen Entwicklungspfad machen. Ne? Man kann ja, also wenn wir kein Wachstum wollen, dann müssen wir die Produktivitätszuwächse in Arbeitszeitreduktion ummünzen. Also dann können wir die Arbeitszeit reduzieren. Das wäre dann die andere Option. Ansonsten erzeugen Produktivitätssteigerungen bei stagnierendem Konsum Arbeitslosigkeit. Ziemlich einfache Rechnung. Wenn man das nicht will, dann muss man die Arbeitszeit reduzieren. Aber das wollen die Arbeitgeber ja auch nicht. Kann umsteuern, die Leute können anderes Zeug kaufen, aber irgendwas kaufen müssen sie. Wenn wir was produzieren, müssen sie was kaufen. Und dafür müssen wir ihnen Geld geben. Und das hat in Europa total gefehlt. Jetzt habe ich nochmal gleich abschließend dieser Tage, ich glaube letzte Woche war es so eine Schlagzeile gewesen, dass Lindner fordert jetzt eine Ära der Strukturreformen, so habe ich es mir aufgeschrieben. Da musste ich so ein bisschen vor mich hinschmunzeln, weil das klingt für mich schon wieder nach Oppositionsarbeit, weil als aktives Mitglied einer Regierung in Form des Ministeriums, das er da anführt, könnte er ja welche anschieben. Ja. Außerdem ist es wieder so schwierig mit den aktiven Strukturreformen. Ja, soll er mal sagen, was es genau ist. Da habe ich auch wieder Déjà-vu. Aber es klingt halt immer natürlich wahnsinnig toll. Da habe ich Déjà-vu-Erlebnisse zurück bis in die 70er Jahre, auch wieder wie bei der Entbürokratisierung. Das Wichtigste ist wahrscheinlich wieder die Entbürokratisierung. Ich meine, wenn Ihnen was eingefallen wäre, hätten Sie es ja in Ihren komischen Jahreswirtschaftsbericht hineinschreiben können. Nur, ich habe das Ding angeguckt, also lesen kann man das nicht, aber angucken kann man das. Und ist mir nichts Revolutionäres aufgefallen. Es gibt nichts, was irgendwie neu wäre oder interessant wäre, sondern es sind im Grunde die alten Kisten, haben sie auch geschrieben, von letzten. Lambsdorff-Papier ist jetzt ganz groß wieder, ne? Lambsdorff-Papier ist schon ganz groß. Ist sozusagen die Blaupause für die heutige Entwicklung. Ah, Blödsinn, ne? Also auch wieder absoluter Blödsinn. Ich habe übrigens, das muss ich jetzt noch erzählen, noch schnell. Ich habe übrigens die erste Einleitung zu dem ersten Entwurf des Lambsdorff-Papiers geschrieben. Ach so, echt? Das glaubt man nicht, ne? Das darf ich jetzt erzählen. Ich glaube, jetzt sind 40 Jahre rum, darf ich das erzählen. Da war ich Beamter im Wirtschaftsministerium und mein Abteilungsleiter Tietmeier hat mich aufgefordert, doch mal ein grundlegend anderes Papier zu schreiben. Und dann habe ich eine Einleitung geschrieben und hat er gesagt, nee, das wäre es wohl nicht. Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Nee. Herrlich. Hat wieder sehr großen Spaß gemacht. Lambsdorff-Papier, das könnte man an der Stelle noch erwähnen, das wurde von Otto Schlecht geschrieben, auch Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium und Mitglied der Mont-Pelerin-Gesellschaft. Okay. Vielen Dank. Schade, wenn Sie den Flass weggenommen hätten, dann hätte die ökonomische Entwicklung der Bundesrepublik vielleicht eine andere Richtung genommen. Ja, Interview, wie gesagt, finde ich gut. Wie gesagt, finde ich sowieso gut, dass Kanäle wie Mission Money oder Mario Lochner auch andere Stimmen zu Wort kommen lassen. Und ja, also ich hätte die politisch deutlich, also zumindest ihn hier politisch deutlich neoliberaler eingeschätzt, aber das Interview war wirklich eine positive Überraschung. Ich meine, sonst, ich kenne ja schon zig Interviews von Flassbeck, wo ihm einfach nur alle diese liberalen Thesen, Steuersenkungen sind gut, Staat ist schlecht, vor den Latz geknallt werden und dann so getan werden, als wären das Wahrheiten und dann wird dann noch versucht, das zu verteidigen und das wird von Flassbeck überhaupt nicht zugehört. Aber das hier war schon deutlich, ja, deutlich differenzierter, finde ich zumindest. Aber liegt auch daran, dass ich politisch eher zu Flassbecks Ansichten neige, das muss ich wohl dazu sagen. Also
wird jemand, der liberaler der liberal eingestellt ist, wahrscheinlich etwas anders sehen. In diesem Sinne war interessantes Interview. Bis zum nächsten Mal.